So, warte mal, irgendwas. Das läuft noch, läuft noch. Läuft alles, oder? Glaube ich. Achso, mein Beast läuft gleich ab. Ich mache auf jeden Fall mehr XP als Sykraya. Merke ich gerade. Aber trotzdem nicht so viel wie im RBF. RBF ist echt ab Level 66 echt overpowered. Ich glaube, ich habe jetzt die letzte Stunde 0,002% gemacht. Mit einer Runde RBF mache ich 0,004. Eine Runde, also so 20 Minuten. Bin echt gespannt, wie lange das dauert, dass ich mit allerersten Prozent habe, ne? Das ist nämlich gar nicht so easy mit dem Level. Ist easy, nur Zeit aufwendig. Also, du musst ja das auch dann die ganze Zeit reinziehen, ne? Wenn du dann so ständig Runden hast im RBF, die voll für den Arsch sind, geht dir die Motivation auch irgendwann flöten, ey. Ich denke nicht über XP nach, ich guck nur drauf. Das kannst du auch gar nicht so einfach abschalten. Wenn du sehr, sehr viel Zeit mit XP-Grind verbracht hast. Das ist halt einfach so drinne. Ich kenne genug Leute, die XP gefarmt haben in höheren Leveln und dann irgendwie da standen und gesagt haben, was mache ich denn jetzt? Nachdem sie Level up hatten. Ging mir auch schon oft genug selbst so. Ja, was nu? Puppe brauchst du nicht. Grinden, ja, nee, hast du eigentlich erstmal genug gegrindet gerade mit der Klasse? Wieder XP anbrechen? Tja, und dann bist du auf einmal Level 66. So schnell kann das gehen. Guten Morgen, Kathi. Ja, moin, moin. Einfach das machen, was dir Spaß macht. Ja, ja, schon klar. Ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man sagt, dass XP-Grind Spaß macht. Oder in meinem Fall jetzt Spaß gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann. Ich glaube nicht. Ich mache BDO eigentlich immer nur das, was mir Spaß macht. Alles andere macht keinen Sinn für mich, wenn es keinen Spaß macht. Na, Kathi, hast du gut geschlafen? Oh, geh mir weg, ey. Ich bin so froh, dass ich den Shit nicht mehr machen muss. C'est la vie. Siehst du? C'est la vie. C'est la vie, alle. C'est la vie. Bist du immer noch wach, Kathi? Dieses Aalefischen hat mich aber getriggert, ne? Holy hat mich das getriggert. Das war ja richtig Energie. Du hast schon geschlafen. Okay.
Ja, du, das ist gar nicht so selbstverständlich um die Uhrzeit. Na, für das HP-Buch musst du ja gleichzeitig auch dieses. Oh Gott, verdammt, nicht, dass ich das durcheinander bringe. Das Herolds-Buch machen. Das sind ja die Quests of Zeit. Und da musst du ja 3 Aale fangen innerhalb von 10 Minuten. Am Strand von Veniam. Und das hat mich schon enorm getriggert. Ich habe auch die 3 Posenangel benutzt, aber ich hatte kein Glück. Ich habe immer genau dann, wenn die Quest vorbei gewesen ist, habe ich meinen 3. Aal gefangen. Also ich hatte richtig viel Pech da. Was bin ich geraged im Discord? Holy moly. Weißt du, mein Altes sucht einem irgendwie die innere Uhr. Egal, was man macht, morgens früh ist im Bett. Ja, fühle ich, Kathi. Fühle ich. Salabi. Das HP-Buch habe ich noch nicht fertig. Nein. Ich glaube, als nächsten Step brauche ich... Irgendwas fehlt mir in Valencia. Also, beziehungsweise in der Wüste. Brauche ich irgendwo Wissen. Ich schieb das Buch so die ganze Zeit irgendwie vor mich her und vor mich her und vor mich her. Es kann nicht sein, dass ich hier keine einzige Waffe habe. Holy moly. Ich würde schon mal langsam gerne eine Waffe bekommen. Der Spot scampt mich. Als ob das alle anlachen würde. Es ist auch sehr belastend gewesen. Ja, das gebe ich zu. Ich bin sehr geraged bei dem alle angeln. Müsste mal gucken, aber ich glaube, ich brauche jetzt irgendein Wissen in der Wüste, aber ich habe ich nicht. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, welches, ehrlich gesagt. Müssen wir mal einen Kompass schnappen und da rumrennen. Bestimmt fehlt mir irgendwo eine Ecke. Weil eigentlich habe ich in der Wüste alles. In Zeit drin. Nee, da besteht irgendwas mit Wissen bei mir, Sascha. Wahrscheinlich muss ich eh mit der Karte mich interporten. Ach, mal gucken, ey. Wenn ich das nicht ständig vergessen würde, bestimmt passiert das unterbewusst absichtlich, ey. Das Schlimmste habe ich hinter mir. Okay. Das ist beruhigend. Das ist beruhigend. Das ist Pille-Palle. KK. Dann kann ich das Buch ja endlich fertig machen, ne? Doch auch mal was für den Stream.
Dieses Zeitdings. Ja, das Problem ist immer, wenn du sowas dann im Stream machst, dann weiß es immer der eine besser als der andere und irgendwann drehe ich mich im Kreis, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich hören soll. Weißt du? Siehst du mich nur irgendwie so im Kreis rumlaufen? Als ob die du kennst. Ja, ich sehe schon mein Gürtel. Ja, ja. Mein Gürtel ist broken, I know. Mein Zelt steht da drüben. Habe ich einen Blick gehabt? Habe ich einen Blick? Ich sehe das ja auch umblinken. Aber wenn mich hier was kaputt geht, ist das eher, ja. Ach, tut dann sehr schnell, ganz schnell weh. Bei mir war der Schmuck zuerst kaputt. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Komisch, ne? Entweder meine Ohrringe oder mein Gürtel geht immer zuerst kaputt. Ich weiß aber auch nicht, wieso. Verstehe ich auch nicht so richtig. Müssen die kein Problem sein? Ja, weil ich immer zuerst, weißt du, wenn ich in so eine Mobgruppe reinspringe, dann schmeiße ich zuerst meine Ohrringe und dann mein Gürtel. Und wenn alles Hose runterlassen nichts gebracht hast, dann muss ich Schwert rausholen. Also eine andere Erklärung gibt es nicht dafür, warum zuerst meine Ohrringe und dann mein Gürtel immer kaputt gehen. Hier, nimm meinen Schmuck. Nimm meinen Gürtel. Nimm alles. Ich werfe mit Ohrringe und mit Gürtel. Genau. So ein Ding ist das nämlich. Also der Spot, der gönnt aber heute so gar nicht, oder? Der gönnt so absolut gar nicht. Holy moly. Ja, der schmeißt auch mit Gürteln und Ohrring. Wenn wir dann Duell vor Spot haben, weißt du, schmeißen wir beide unsere Ohrringe in die Mitte und die Gürtel und dann geht's so. Obwohl man das echt falsch verstehen kann. Aber so ist es gar nicht gemein. Natürlich nie. Natürlich nicht. Hat euch schon jemand Glück bei euch beim Grinden? Von euch beim Grinden? Sind gerade gedroppt. Aber die Materialkisten, die kommen jetzt nicht so in Hülle und Fülle, oder? Also ich finde, die sind sehr, sehr selten irgendwie. Du machst gerade Risse. Ach, müsste ich auch mal machen, ey. Risse. Eigentlich geht das ja auch relativ fix, ey. Mal schnell über die Karte rennen, so. Im besten Fall bist du dann dreiviertel Stunde irgendwie durch.
Und hast ein bisschen Money gemacht, ja. Mach nichts mit Grind im Moment. Ja gut, du hast ja jetzt deinen Schmuck, ne? Willst du jetzt erstmal Grindpause machen? Du musst eher Live-Skill oder was machst du? Also hier Kisten und so. Na hier, ich meine doch Kissen. Pipapo, bla. Ja, was weiß ich, was du treibst, wenn du nicht grindest. Ich sitze mit meinem Schneemann auf der Kutsche und laufe im Kreis. Wenn ich nicht grinde. Du Angel. Oh nee, Angeln ist. Nee. Also Angeln war schon vor den Aalen nicht mein Ding. Und nach den Aalen erst recht nicht. Ich habe so viele Angeln, die ich alle unbenutzt und eingestaubt in der Ecke stehen lasse. Angeln ist irgendwie so gar nicht mein Ding, ne? Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie gar nicht meins. Dann lieber so Alchemie. Finde ich ganz nice eigentlich, Alchemie. Kommt halt auch mal random so Goldbahn bei raus oder Erinnerungsfragment oder so, ne? So gar nichts zu machen, kannst du gut zuschauen oder. Ja, aber nee. Ich weiß nicht, warum. Es ist irgendein Nagaspot grinden. Oder Polys grinden. Da ist irgendwie nicht. Nee. Ist nicht meins. Dann reite ich lieber mit der Kutsche im Kreis und level meine ganzen Pferde. Damit es nicht heißt, ich laufe wieder hier mit Sykraya-Pferden rum oder Hadum-Pferden oder was auch immer du mir da um die Ohren schmeißt. Letztens bin ich auf meiner Kutsche durch Heide gefahren und habe dabei meine Oma fett im Hühnerstall Motorrad gesungen. Und Guido hat mich ernsthaft gefragt, ob mit mir alles in Ordnung ist. Ja. Gibt da viele Titel durch das Angeln. Okay. Ach, aber nie. Ich schaff's so wenig länger als eine Stunde zu angeln, ne? Dann ist mir das. Ich hab was ich ganz gerne gemacht habe, ist Hotspot angeln. Das ist wieder eine andere Geschichte. Dafür kann ich mich dann wieder schon begeistern. Das ist wieder ganz nice, wenn du dann rumfährst und so. Kannst immer mal hier und da noch ein paar GQs mitnehmen. Hotspot angeln ist eigentlich ganz cool. Habe ich mit der DK auch früher gemacht. Immer sonntags dann, bevor Well war, bin ich aufs Meer gefahren mit der Galero und hab dann so ein bisschen rumgefischt. Habe ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Was habe ich denn eigentlich angeln mit der Puppi hier? Gar nicht so hoch, ne? Fachmann 2 bin ich nur mit der. Müsste aber auch das höchste Level sein, was ich habe an Angel-Level. Ich glaube, kein anderer Chart irgendwie Angel-Level. Vielleicht der Archer, aber nicht so viel. Bis im Lurk. Okidoki. Geht's jetzt zum Tungard, Samba? Direkt am Drop-Home. Ich
Ich weiß nicht, warum, bei dem Beat werde ich immer automatisch schnell beim Grinden. Das ist jedes Mal faszinierend. Jedes Mal. Oh, kostbare Materialien. Mhm. Ja, nett. Ich weiß gar nicht, was da rauskommen kann. Ich glaube, Erinnerungsfragment oder Wax Cry oder so, ne? Lucky Lucky machen, hartes, scharfer Kronwalk. Ja, Ogerstopp und Kostenflosser. Guten Morgen, Biss. Ich kriege auf jeden Fall ein paar Samen. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, gestern wurde auf dem Corsair Discord, ne, die Awakening geleakt. Einfach mal auf den Link gucken. Das mache ich auch die ganze Zeit schon, Zimper. Also, ich level die, dann züchte ich die und dann mache ich über kaiserliche Lieferung. Das mache ich die ganze Zeit schon. Allein schon für die Blumen. Und mit den Essenzen kannst du dir Viper herstellen dann. Viper-Kristalle. Also, yep, yep. Das mache ich aber schon Ewigkeiten. Nebenbei für Money. Ihr seht das ja dann nicht, weil das ja bei mir in-game schreibt, aber ja. Nicht, dass ihr euch wundert, was ich hier, auf was ich hier antworte. Nee, die Blumen brauchst du ja später für T10. Soweit ich weiß, aber. Also unter anderem braucht man die. Da kann mir der Goku aber, glaube ich, mehr zu sagen. Goku, bist du noch da? Jetzt ist er auch schon schlafen gegangen. Aber die Blumen bekommst du immer, wenn du die Pferde über kaiserliche Lieferungen verkaufst. Diese komischen blauen Blumen, die du dann zu Pulver weiterverarbeiten kannst, soweit ich weiß. Ich kann schon wieder würfeln, ne? Ich weiß nicht, wann sie es zurücksetzen, ne? Ich würfel einfach immer weiter. Das Einzige, was ich mir aufhebe, sind diese komischen Arcana-Karten. Arcana-Karten. Zum 20er. New Bird.
Was mit New World? Keine Zeit für New World, muss grinden. Boah, nicht mehr lange, dann kriegen wir endlich das Wintergebiet, ne? Ist das schon bald Ende des Jahres? Ja, ich hab's schon mitbekommen. 3080, 3090 und so wird's wohl zerlegt von dem Game. Aber trotzdem genug, die das streamen. Ich hab's mir im Trailer angeguckt und dachte mir so, probiere ich das aus oder nicht, aber ey. Weiß nicht. Ich hing ein bisschen zu sehr im BDO, würde ich sagen. Von mir 30, 80, 90 und haben keine Probleme, wo die 2K, 4K spielen. Ah, okay. Ich weiß nicht so richtig, ob mich das Spiel anspricht oder nicht, ey. Also irgendwie die Hälfte der Gilde bei mir auf jeden Fall eher nicht so. Und nur für die Klicks habe ich keinen Bock, irgendein Game zu spielen, so. Von daher. Guten Morgen, Koa. Ja, bist du auch endlich aufgewacht? Würde ich eh nie. Wie er mag, ja. Ich habe ja mir die Uhr genug zu tun. Mir fehlt doch die Zeit, um zwei Games wirklich, also gerade so zwei MMUs gleichzeitig zu spielen. Die Zeit hätte ich, würde ich nicht noch nebenbei arbeiten gehen, aber New World müsste ich auch so viel Zeit wieder rein investieren, erstmal am Anfang.